Ja, Freunde, was geht ab? Wir sind hier gerade auf dem Weg nach Riedlinghausen, aber wir steigen in Essen aus. Guck mal. Ich staunt aus. Wir fahren 4 Tage zu Phil Neumann, kleine Schuchtel. Ich nehme euch ein bisschen mit. Oh, Baby. Haut rein. So, Freunde. Nur noch eine halbe Stunde, oder? Nur noch eine halbe Stunde, dann sind wir da. Wir sind bei 20 Minutes. Bier Nummer 3. Danke, dass du mich siehst. Bier Nummer 3. Wir sind heiß. Ihr werdet gleich sehen, wer auf euch wartet. Hey Freunde, wir sind da. Wir sind in Essen. Wir haben es geschafft, ey Mann. So, wir machen uns auf den Weg zu Phil. Oh, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Oh, Baby. Wir sind einfach angekommen. Ey, du bist so schön, ehrlich. Wie kann ein Mensch so schön sein? Wahnsinn. Wir fahren jetzt hier mit der C-Klasse, C180 Diesel. Fahren wir ins Hotel, auf entspannt. CM-Rucksack kann man machen. Weihnachtsmann auch dabei, was denn? Was denn, Junge? Einfach eben noch Test in Karlsruhe gemacht, bin ich schon in GE. Oh, Alter, Bruder, einfach im Vlog drin. Ey, ich würde euch gerne sagen, was das für ein Auto ist, aber man kann nichts erkennen. Nee, ehrlich, also Auto 1A sauber gemacht, Phil. Hast du richtig gut gemacht. Ja, super, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Hey, Digga, alles gesehen, Alter. Phil hat einfach alles umgehauen, ich kann nicht mehr. Jo, Freunde, was geht? Wir waren bei Phil, haben was gegessen. Habe ich jetzt leider kein Video gemacht. Aber nicht schlimm, wir sind jetzt hier im Hotel, sind mit Phil seinem Auto ins Hotel gefahren. Phil ist zu Hause geblieben, macht sich gerade fertig, kommt dann hierher. Wir wollten uns eigentlich auch jetzt fertig machen, aber haben gedacht, wir machen noch einen kurzen Abstecher. Zeige ich euch jetzt. Schaut mal her, Freunde. Hier schön Whirlpool. Also erstmal hier im Pool. Sorry. Und dann hier Whirlpool. Da sehe ich mich jetzt gerade. Sage ich euch ganz ehrlich, da sehe ich mich gerade. Yo, es ist 22 Uhr, Freunde. Yo, was geht ab heute in Emborden? Geht heute voll die krasse Party. Yo, let's go, guys. Bist du ready für die krasse Party ich bin heute? So heiß, halt yo, cool. Heute geht eine richtig fette Party. Wir sind richtig, richtig heiß. Hier ist Solid auch am Start. Dre kommt heute auch vorbei. Yo, kommt auch vorbei, Leute. 22.30 Uhr. M1. Haut rein. Hey, wir sind da. Yes. M1, 22.30, mega! Ey, warm oder was? Oh, Baby! Ja, ich sag's euch ehrlich, du bist auch dabei. Ja, chill doch mal, die Flaschen kommen gleich, oder? Freunde, was geht? Wir waren gestern feiern. Ich glaube, man sieht's. Phil auch schon am Start. Demi auch am Start. Ja, wir sind aus wie kranke Menschen, Mann. Ist das für ein Vlog oder was? Mhm. Ja, ja. Ja, wann sind wir heimgekommen gestern? Um 2 Uhr, ne? Halb eins, glaube ich. Halb eins waren wir zu Hause, ja. Ja, jetzt entspannt aufgewacht. Phil hat uns Frühstück gebracht, Ehrenmann. Wir haben trotzdem nichts gegessen. Und jetzt gehen wir in den Pool, in den Whirlpool. Arsch. Boah, seien wir ehrlich, wie gehen wir jetzt da rein? Oder ich gehe da jetzt rein mit meinem Kleinen, mit meinem Schwein. Mit meinem Kleinen und lauf allein in den Wald entlang, du kleine Maus entlang, wie schön ist dein Herrn. Heute den ganzen Tag im Hotel gechillt. Whirlpool, Pool, Massage, war echt nice. Haben 2 Stunden geschlafen. Was geht denn ab, Alter? Jetzt geht's weiter, vielleicht ein Glühwein trinken oder sowas. Auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen in die Stadt fabrizieren. Ja, schauen, was so geht.
moin Leute, der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg. Sehr viele geile Stände. Wir haben auch nochmal viel Glühwein getrunken. Ein Glühwein, zwei Glühwein, drei Glühwein, vier Glühwein. Fünf Glühwein? Und ja. Wir haben jetzt ins Extrabad was essen. Richtig cool. Ja, wo ist Extrabad? Da, hinter. Ja, irgendwie erinnert mich das so, als wäre die Menschheit, ich weiß nicht, Bruder, so. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. So richtig schön dekoriert, aber alles tot so. Als würde es keine Menschen mehr geben. So, im Extrabad angekommen. Emanuele, was sagst du zu erster Eindruck? Recklinghausen. Recklinghausen, viele Menschen. Aber keiner auf der Straße. Weil ich habe gegoogelt, weil ich 150.000 Einwohner ungefähr. Aber habe noch keinen gesehen davon. Nee, aber ey, entspannt, wirklich. Es ist wie so ein Wellness-Urlaub. So gestern so ein bisschen unterwegs gewesen, ein bisschen länger, ein bisschen was getrunken. Heute den ganzen Tag am Pool gechillt, Sauna, Dampfbad, Massage. Also es ist wie so. Aber ich hätte es auch gern mit der Frau eigentlich, mit meiner Frau. Ja, eigentlich auch schön. So, jetzt gibt's Essen. Auch mal ein Schnitzel gönnen, was denn? Männer, du hast Hunger? Hast Hunger? Scheiße. Ja, let's go. Was geht? Also wir liegen schon, ich liege im Bett, der hat gerade geduscht, legt sich jetzt auch hin. Es ist 23.30 Uhr, wir sind seit einer Stunde zu Hause, ungefähr. Erstmal einen Snooze reingeballert, aufentspannt. Ja, heute war eher so ein Chiller-Tag. Morgen werden wir, denke ich, nach Düsseldorf fahren, noch ein, zwei Geschenke organisieren. Auch entspannen und am Dienstag geht es auch schon wieder zurück nach Hause. Also heute ist wirklich irgendwie, bin ich richtig, richtig müde. Ja, jetzt werde ich mir, glaube ich, noch einen Stream angucken und dabei einschlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wir sind wach. Oh, es ist 12 Uhr oder so, also wir haben wirklich lange gepennt. Geht's duschen, mach mich fertig, Phil kommt vorbei, bringt belegte Brötchen mit, essen noch kurz was. Und dann, denke ich, fahren wir nach Düsseldorf. Ich muss noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, und dann entspannten Tag machen wir. Morgen geht's auch schon nach Hause, wir fahren morgen um 11 Uhr morgens los. Schickes Playmate, ich guck und ich schick den Arsch. Oh mein Gott. Platin Day-Day, 80 an meinem Arm. Ohne Gewissen, mein Cousin schickt. Alle Augen auf uns gerichtet hier. Was denn? Und singe zu Rat. Room Tier, dein Ex-Girlfriend ist ein Groupie. Ja. Pussy, ich mache Hotel mit den Movies. So, angekommen in Düsseldorf. Nicht in der Stadt. Was denn? Ich will auch mal Auto sauber machen, denn ich sag's dir ehrlich. Schönes Auto, aber einfach mach mal sauber, ehrlich. Ich glaube echt, Düsseldorf ist eine richtig schöne Stadt. Ich sag's euch, wie es ist. Freu mich! Also mitten in der Stadt. Ist echt viel los, muss ich sagen. Hier, schön Weihnachtsmarkt. Aber ich muss sagen, es ist echt kalt, ne? Also so warm ist halt nicht. Geht. Ja, geht eigentlich. Jingle Dance, Jingle Dance, Jingle Song Day. Lass mir was essen. Lass mir eine schöne Currywurst und Pommes gönnen. Ey, ich sag euch ehrlich, ja. Ey, der beste Mann einfach. Hier, bester Mann. Bester Mann. Jawoll. Oh, Schmacker. Rote Wurst und weiße Wurst, das gibt's ja nicht. Wir sind schon fleißig am Schauen, was es hier so gibt. Ich glaub, Phil, feiert hier irgendwas, ne? Ja, wir schauen uns mal ein bisschen um. Schauen wir mal. Wir sollen ja nicht für uns einkaufen, sondern Geschenke einkaufen. Wieso redest du jetzt aber so über ihn? Ja, ich ficke dich. Erstmal einen Kaffee schlürfen, oder? So, wir sind hier zum
Ohne Spaß, rote Beete Carpaccio ist so geil. Guck mal, ist einfach rote Beete. Die schmecken wie Carpaccio. Und das wollte ich gestern essen, oder was? So, in Düsseldorf ist es schon dunkel. Oder wird es langsam dunkel? Geschenk gefunden? Nein, noch nicht. Ja, so sieht's aus. Und ja, wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Der beste Mann hier in Düsseldorf. Als Weihnachtsmann verkleidet auf dem Motorrad. Geil, Junge. Du bist es. Ehrlich. Also, wir fahren jetzt wieder zurück. Keine Geschenke gefunden. War auch einfach zu viel los. Gar keinen Bock, mich da anzustehen und so. Ich werde in Karlsruhe shoppen gehen einfach, oder? Da kenne ich mich aus. War aber schön. Düsseldorf City, wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Wunderschön. Was, wolltest du was sagen, oder was? Naja, alles gut, mein Schatz. Okay, besser ist. Ja. Oh. Wir werden jetzt wieder zurück zum Hotel fahren. Erstmal fahren wir nach Essen, weil Phil geht jetzt Abendessen zu seinem Berater. Die ganzen Spieler vom Berater werden da jetzt essen gehen. Zu 10, zu 12, keine Ahnung. Wir fahren dann zurück ins Hotel, werden uns noch in den Whirlpool schmeißen. Da haben wir richtig Bock drauf, Demi und ich. Und ja, was wir heute Abend machen, weiß ich nicht. Wir müssen dann wahrscheinlich auch noch was essen. Ja, machen wir spontan. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir nehmen euch mit. Das Coole ist, was ich auch noch vergessen habe zu sagen, wir haben Marvin getroffen. Marvin, den wir von Ilja kennen, der immer die Videos schneidet und so. Er wird auch unser Vlog schneiden. Grüße gehen raus, Marvin. Wir haben Timo Becker gesehen, auch ein sehr guter Kollege. Tolga war auch mit am Start. Also es waren mehrere Kollegen, die wir gesehen haben. Die habe ich jetzt nicht aufgenommen, war halt so ein schnelles Treffen eher. Timo ist jetzt auch essen mit Phil und eventuell ist noch nicht sicher, weil es halt der letzte Abend ist, sind wir jetzt noch am Überlegen, ob wir vielleicht danach noch in die Shisha-Bar gehen mit Timo und Phil, nochmal den letzten Abend ausklingen lassen. Und ja, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, dass es einfach cool ist, unsere alte, bekannte Freunde zu sehen. Kuss, Mann. I would say, let's go. Let's go to the Whirlpool. Go, go, go. Ja, Manu. Whirlpool gut, also, ich sag euch ehrlich, so kann ich schon leben lassen. Also es ist wirklich so entspannt. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Die Sache, die ich nicht verstehe, ist, also man kann schon sagen, wir haben 70% unserer Zeit hier verbracht, oder, Demi? Safe, mindestens. Bestimmt 70% unserer Zeit haben wir hier verbracht und bisher haben wir nur einen Menschen hier gesehen. Ja. Wir waren immer die einzigen Menschen hier. Aber ich frage mich warum. Es ist so geil hier. Was ist das nicht aus? Ich bin ja eh so ein Badewanne-Fan. Also ich habe zu Hause leider keine Badewanne, was wirklich schade ist. So, ich liebe Badewanne. Und deswegen ist es für mich noch umso geiler hier zu sein, so Whirlpool-mäßig. Oh, einfach diese Wärme, ich liebe Wärme. Wie heiß ist das Wasser, sei mal ehrlich? Wie warm ist das Wasser? Ja, ich würde sagen so 38 oder wärmer 40, nee. Nee, wärmer, oder? 40. Weiß ich, kann es nicht einschätzen bei Wasser. Ja, 38. Aber ist auf jeden Fall ideal, ne? Auf jeden Fall eine geile Wärme. Ich glaube, ehrlich, es wird erstmal eine Stunde, eineinhalb Stunden hier gechillt. Peace. Okay, hier ist Phil, hier ist Simi, Achtung, Überraschungsgast! Timo Bärchen, was geht? Timo Becker, 24 Jahre, komme aus Gelsenkirchen, Single. Wo spielst du? U23, Schalke. Okay, tschüss! Guten Morgen, Freunde. Wir sitzen hier gerade am Frühstückstisch. Es wird schön, ein bisschen was reingehauen. Und dann geht's zurück, ab nach Hause. Vielleicht sieht man mir das an. Müde. Heute der erste Tag, wo wir so früh aufgewacht sind. Gestern nichts mehr gemacht. Wir wollten eigentlich noch in die Shisha-Bar, aber haben uns noch kurz mit Timo getroffen, von Timo verabschiedet. Und sind dann nach Hause ins Hotel. Gechillt. Was ist los, Bro? Gut. Und ja, also auf entspannt, nicht mehr viel gemacht, müde, irgendwie keine Ahnung, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit im Zimmer waren, aber wir haben halt auch nicht früh gepennt, ne? Ja, aber sieht gut aus hier, ein bisschen frühstücken,
müssen was reinhauen und dann Abfahrt nach Hause. Ich freue mich auch wirklich gesagt auf zu Hause, sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich einfach. So, Freunde, halbe Stunde, dann ist das Taxi da. Dann fahren wir zum Bahnhof, dann geht's ab hier. Ich muss euch sagen, dem Dimi geht's nicht so gut. Der hat gestern Abend Salat gegessen. Und seitdem irgendwie geht's ihm nicht gut. Seitdem er diesen Salat gegessen hat, hat es ihm irgendwie den Magen verdreht oder so. Der hat jetzt auch beim Frühstück nichts gegessen. Was eigentlich scheiße ist. Ich habe gesagt, er soll sich wenigstens ein bisschen was reindrücken. Aber geht nicht. Geht nicht. Er bekommt nichts rein. War echt ein richtig cooler Trip. Ein richtig, richtig cooler Trip. Wir wollten jetzt auch Phil nicht wecken für heute Morgen, weil wir jetzt früh zum Bahnhof fahren. Deswegen, und es ist auch nur 5 Minuten von hier entfernt, deswegen fahren wir ein bisschen im Taxi da. Das passt schon. Freunde, wir sehen uns später. So Leute, ich habe mir auf entspannt ein Buch gegönnt. Bin mal gespannt. Hier. Sam Burn, die Wahrheit. Wenn selbst der Präsident lügt, wen kann man noch trauen? Thriller. Freunde, wir sind jetzt in Köln angekommen am Hauptbahnhof. Stehen jetzt vor dem Kölner Dom. Nochmal eine schöne Aussicht zum grünen Abschluss. Also der Vlog ist hiermit vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War wirklich eine geile Zeit, muss ich sagen. Dimi, war cool, oder? Hat Spaß war gemacht. Gut, ja. Geile drei Tage. Nochmal die Jungs alle getroffen. Bis wir dieses nächste Mal sehen, wird eine Zeit dauern. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren zeigen, wie es euch gefallen hat. Ich werde es auf jeden Fall durchlesen, ob wir es nochmal machen sollen, öfter machen sollen. Was soll ich noch sagen? Ich werde die ganzen Instagram-Accounts von den Jungs auf jeden Fall unten in die Beschreibung machen. Da könnt ihr die Jungs auch gerne abchecken. War wirklich, wirklich geil. Ich würde es hiermit beenden in Köln, weil wir fahren jetzt nur noch nach Hause. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel, was man erleben kann. Oder Dimi am Schnarchen oder so. Wenn das noch passiert, dann werde ich es auf jeden Fall noch aufnehmen. Ja, ich denke mal, coole Aussicht hier zu guter Letzt. Haben wir irgendwas vergessen, Bro? Nee, eigentlich nicht. Das war's dann soweit. Hoffe ich mal. Ich glaube, das war's. Also wie gesagt, das ist mein erster Vlog. Ich werde mir jetzt auch einen YouTube-Account erstellen. Ihr werdet den dann wahrscheinlich schon sehen. Ja, ich weiß nicht, wie man das so sagt, aber lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, die Glocke aktivieren. Und ich glaube, somit, Freunde, wir sehen uns. Tschüss.